Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kingdoms of Amalur Re-Reckoning. Lang ist's her. Also was heißt lang, aber ne? Ihr wisst schon. Jetzt geht's wieder richtig los mit Aufnehmen. Ich habe richtig Bock jetzt mal wieder. Ich brauchte halt einfach mal eine Woche Pause vom ganzen Aufnehmen, Aufnahmestress. Gestreamt habe ich ja trotzdem. Also so ganz weg war ich ja nun auch nicht. Wir hatten... Oh, was? Wird angegriffen von was? Hä? Oh! Kommt er denn her? Zack und Eis. Bam. Geil, ich habe schon wieder ganz vergessen, dass ich Chakrams habe, ey. Mega nice. So, wir haben Quests. Genau. Wir haben jetzt die Anleitung zum Ärger mit den Kisten zertrümmern. Und das machen wir auch sofort. Map. Wir müssen jetzt nach da ganz oben. Da sind nämlich alle anderen Kisten. Das wird lustig. Das heißt, wir erkunden jetzt noch ein bisschen. Wisst ihr, was das Gute ist an dem Spiel? Man sieht auch oben noch die anderen Quests in weißen Punkten. Also man kann auch nebenbei noch eine andere Quest erledigen. Wir werden auch versuchen, so jede Ecke, wie es geht, zu erkunden, weil wir wollen auch diese Wissenssteine haben, ne? Also ich möchte die haben. So, und für alle, die jetzt erst irgendwie dazukommen mit dem Spiel, keine Ahnung, weil ich ja die ganze Zeit im Gorhard rumgegammelt habe. Oh, da ist noch ein... Achso, die sind ja friedlich, ne? Ja, die sind friedlich. Der ist nicht friedlich. So. Ich spiele Magier. So, für die Leute, die es nicht wussten oder wissen. Oh! Au! Und auf schwer natürlich auch. So, ein bisschen Magie benutzen. Muss mal kurz gucken, ob mein Fernseher an ist. Also mein Fernsehton. Ne, gut. Dann hört ihr das also nicht doppelt. Das ist schon mal gut. Zu plundern hinzufügen, ja. Brauch ich alles nicht so wirklich. Ja, können wir das sammeln? Ich glaube nicht, ne? Nee. Das schaffen wir noch nicht. Aber solange wir Glutaugen und schwarzer Korsch ernten können, da sind ja noch mehr. Ah, da. Und ja, ich versuche immer so ein bisschen Abwechslung in die Kämpfe reinzubringen, deswegen benutze ich immer alles, was geht. Nehme ich mal kurz mit. Achso, das ist mein eigener Stab, genau. Da, Stahlchakram, Stufe 3, was? Machen die so viel Schaden? 36? Die hat sogar eine Fassung. Stufe 3. Warte mal. Oh, der macht sogar wirklich mehr Schaden. 6 Schaden mehr. Okay, dann muss ich die mir mal merken, ey. Crazy. Klar, ich könnte natürlich auch die benutzen. Obwohl, guck mal. Ja, hätte ich die Kiste halt irgendwann anders geöffnet, wären die auch stärker gewesen, ne, die Sachen. Ist ja irgendwo klar. Ich werde mal in jedem Part mal so, also im nächsten Part werde ich mal ein Zepter wieder spielen. Damit das ein bisschen ausgeglichener vom Kampf her ist. Belens Stulpen. Ich habe die hier, ne? Ja, 4. Alter, 20. Ach, das ist ja Macht 9, stimmt ja. Boah, die geben aber auch echt, ne? Gut Rüstung dazu. Zauberkraft 8, die können wir bald benutzen mit dem nächsten. Mit der nächsten Stufe. Oh, was ist das denn? Können wir das einfach mal lesen? Dieses offizielle Schreiben soll seine Angehörigkeit darüber in Kenntnis setzen, dass Camden Wulflock von der Alpha-Armee in Ausübung seiner Pflicht gestorben ist. Werte Frau Wulflock, mit Bedauern müssen wir euch mitteilen, dass euer Gatte Camden, jetzt will hier mein PC ausgehen, vergiss es. Euer Gatte Camden Wulflock im Kampf getötet wurde, als er auf den Mauern von Melsenche Dienst hatte. Gruß General Tilera Alpha Armee. Ja, das ist natürlich auch nett, ne? Nehme ich auch mit. Man weiß ja nie, wofür man das braucht. Warte mal, man kann doch auch... Wie war nochmal schleichen? Ja gut, die haben mich jetzt schon gesehen. Bam! Kann ich das auch so machen? Oh ja, komm her.
Oh, ich liebe das einfach. Oh. Aua. Ist doch gar nicht, ey. So, Schicksalsanzeige fast voll. Ah, das kann zu Plunder, Plunder, das kann ich mal mitnehmen. Oh, noch ein Tagebuch. Ja, Tagebücher sollten wir mal lesen, ne, eigentlich. Ja. Tagebuch von Siegbert Savert. Sommer, Tag 6, Tagesanbruch. Wieder nichts. Meine Reise ist jung, derweil war dann recht gastfreundlich gegenüber Fremden. Die Warnungen auszuschlagen war eine weise Entscheidung. Es gibt keine Rivalen. Die Suche nach Ammans Schlüssel gehört mir allein. Es ist nur eine Frage der Zeit. Die Statuen Ammans sind überall im Wald zu finden und verspotten mich. Wenn ich nur die Schlüssel finde, kann ich sie öffnen und ihre Schätze sind mein. Bald. Sommertag 13, Dämmerung. Oderath ist so schön, wie ich immer gehört habe, besonders die gefährlichen Lande nördlich der Mission von St. Odwig. Ich wurde fast von einer Elfe getötet, bis ein mutiger Dorfbewohner aus Gorhard mich rettete. Oh. Oh, warte mal. Warte mal. Interessant. Die Elfe hat den Typen, den Siegbert da attackiert und wurde dann getötet von einem Dorfbewohner aus Gorhard. Das ist doch die Elfe, die da tot rumliegt, oder? Er stellte sich als... Oh, was? Als Ugnar Oddgrave vor, ein seltsamer Name. Er kann nur einem Varani gehören. Boah, wer war denn nochmal Ugnar? Ich sehe jetzt Ugnar. Ja, wer war denn das nochmal? Das war doch nicht dieser Söldner, oder? Egal. Sommertag 67, Tagesanbruch. Ich habe heute das Haus der Balladen besucht. Mein ganzes Leben als Erwachsener habe ich damit zugebracht, alles über diese legendären Gestalten zu lernen. Selbst ein kurzer Blick war die Reise also wert. Ich glaube inzwischen, dass einer von Ammans Schlüssel hinter seinen hohen Häusern liegt. Wenn meine Forschungen stimmen, werde ich bald wissen, wo die Schlüssel sich befinden. Sommertag 83, Dämmerung. Ich habe es vollbracht. Endlich, nachdem ich jahrelang die Annalen oder Annalen, keine Ahnung, von Adessa durchsucht und die Feinlande durchstreift habe, habe ich einen der 5 sagenumwobenen Schlüssel von Amman gefunden. Wenn ich nur die anderen 4 auch finden könnte. Nehme ich natürlich mal mit. Ha. Dann war das dieser Ugnar, der die wahrscheinlich getötet hat, ne? Könnte gut sein. Ist ja gar keiner mehr, oder? Ah, noch ein Wissensstein? Sreng bezwang im Kampf sie ehrlich. Den Fenian-Kreislauf warte. Der Lohn, ob er konnte die Maid wohl entzücken? Nichts als schwere Last auf ihrem Rücken. Sie lebte unter Sterblichen und handelte mit ihnen. Die ganze Stadt in Furcht nun stand vor ihr und ihrer starken Hand. Mhm. Schöne Reime, Mensch. So. Schloss knacken oder nicht? Ah ja. Dürften wir ja wohl hinkriegen. Ja, war klar. Oh, das können wir alles zu Plunder machen. Oh, was? Ich bin voll. Oh, wait. Das ist jetzt nicht so gut irgendwie. Das hier können wir nicht verkaufen. Das hier will ich gar nicht anziehen, weil das macht keinen Sinn. Das ist ja auch für Ravinesse, geht doch gar nicht. Die würde ich auch nicht anziehen wollen, weil, guck mal, das hier ist halt deutlich besser. Andererseits, wenn ich das Set hier weg habe, wegen denen hier, weil die halt übelst gut Rüstung geben, dann habe ich das Set eh nicht mehr. Also könnte ich dann tatsächlich auch die Schuhe des Tals ändern. Zu denen hier.
Irgendwas muss ich rausschmeißen, aber was? Hier, das macht keinen Sinn. Konsumgut macht eigentlich auch keinen Sinn, oder? Hat das überhaupt irgendwie Inventarlimit? Was jetzt das trinke? Ah doch, hat Inventarlimit, okay. Ja gut. Dann nehme ich mal hier noch die Truhe mit. Das hier. Und dann würde ich tatsächlich erstmal nur ein bisschen Geld. Erstmal zurückgehen. Oh, was ist denn da los? Das ist eine Quest, warte mal. Ja? Was sollte eine sterbliche Vagabundin von Kasmaran dem Ewigen wollen, dem Boten des Feienvolks? Sprecht! Meine Zeit mag ewig sein, aber wertvoll ist sie dennoch. Bruder Egan. Ich bin noch neu in den Feinlanden. Bevor ich der Mission beigetreten bin, hatte ich mein Heimatdorf noch nie verlassen. Aber ich wollte die Welt sehen und habe mich ihr deshalb angeschlossen. Ich wollte die Gärten von Ysen, um Gnomen und Alpha zu begegnen, um zu leben. Der Orden Metarus war eine gute Möglichkeit, mein Zuhause zu verlassen, aber ich will noch viel mehr. Ja. Kasmaran der Ewige? Hä? Wait. Es klingt ziemlich dämlich, nicht wahr? Ja. Ja, das dachte ich mir schon. Ich brauche einen Magiernamen, wenn ich allmächtig bin. Wenn meine Magie derart gewaltig ist, dass es niemand mehr wagen wird, mich herauszufordern. Wie wäre es mit Abner der Visionär? Oder Malik der Ruchlose? Lord Zaltenus? Nein? Und das waren schon die Guten. Oh Mann, aber da könnte ich jetzt auch nicht mal irgendeinen Namen sagen. Keine Ahnung, da fällt mir auch jetzt spontan nichts ein. Vor allem, warum Malik? Warum Abner? Sind Malik und Abner so Zaubernamen oder was? Gut, Lord Zaltenus klingt ein bisschen komisch, wie so ein Nussknacker, ich weiß auch nicht warum. Aber Abner und Malik? Abner klingt tatsächlich wie so ein Magier, aber Malik klingt eher wie so ein Dieb oder so, ne? Naja. Sterbliche Völker besitzen kein dauerhaftes Verständnis für diese Welt. Und deshalb wird irgendwann das schöne Volk über uns herrschen, in all seiner Herrlichkeit und Macht. Okay. Gärten von Isa. Die Legenden berichten von der gewaltigen Feinstadt, die unter den Baumkronen Dalentarts verborgen liegt. Ich habe nie jemanden kennengelernt, der dort war, aber ich bin mir sicher, dass sie existiert. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Ich habe nicht den geringsten Zweifel daran. Der ist wohl wirklich richtig krass in dieser Magie-Sphäre da drinne, ey. Und genau das ist es halt, ne? Wenn man das hier sich alles gar nicht anhört, was ich damals nicht gemacht habe als jüngerer Kerl, dann weiß man gar nichts über den Charakter. Dann weiß man gar nicht, welche Richtung tendiert der, wie ist so sein... Wie ist der Charakter so drauf? Ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass jeder in Gohard diese kleine Alchemistin hat, diese Nanny. Ne? Also das muss man sich alles mal anhören. Finde ich. Das finde ich wichtig. Und die Gärten von Isa gibt es leider. Ist ein sehr, sehr ekelhafter Ort, meiner Meinung nach. So, Mission von St. Odwig. Was sagt denn dazu? Vater Dünnwell und die anderen sind Narren und ihre alberne Mission wird verrotten und einstürzen. Finna und Arbos haben das mit ihren zeitlosen Augen gesehen. Bin mal gespannt, ob es dazu auch noch was gibt bald. So, Finna und Arbus, wer ist das? Sie glauben, dass ich das Potenzial habe, dort erfolgreich zu sein, wo alle anderen einschließlich ihnen gescheitert sind. Sie sind nicht in der Lage, das zu erreichen, wonach sie streben, versteht ihr? Also brauchen sie jemand Mächtigeren, der es tut, und dann werden sie mir die Weisheit der Feien verleihen. Na, das klappt. So, ich bin hier, um euch zu retten. Wartet! Vater Dünnwell schickt euch, nicht wahr? Der alte Narr. Sein Weg zur Macht war zu mühsam und jetzt will er mich auch bremsen. Ich habe neue Freunde. Feienfreunde. Sie heißen Finna und Arbos und sie haben geschworen, ihre Geheimnisse mit mir zu teilen und mir wahre Magie zu schenken. Sie wollen dafür einen alten Schatz, der in den Höhlen des Wasserhallengrundes vergraben ist. Ich werde ihn holen. Irgendwann, sobald ich... sobald mir danach ist. Okay. Also, der Typ hat Bock auf Magie. Zwei Leute, zwei Feien, sagen zu ihm, ey, yo, wir geben dir Macht, wenn du uns
aus einer Höhle einen Schatz holst, dann bist du der Magier King, ja? Merkt man da nicht eigentlich so, dass das irgendwie fake ist? Ich glaube nämlich nicht, dass das der Wahrheit entspricht. Wo sind Finn und Arbus? Das würde ich mir. Sie sind Feinzwillinge und sie sind wunderschöne magische Wesen. Sie haben versprochen, mich Magie zu lehren, damit ich die Welt so sehe, wie sie wirklich ist. Sie verlangen dafür nur von mir, dass ich ihnen ein Relikt bringe. Das ist ein großartiges Geschäft, glaub mir. Ach, wo? Ja doch, wo, hä? Das ist gar nicht die Antwort auf meine Frage, du Kecko, ey. Egal, ohne mich werdet ihr sterben. Also gut, wenn ihr so edel sein wollt, aber rechnet nicht mit einem Anteil des Schatzes. Das ist mein Schlüssel zu einer mächtigen neuen Zukunft. Einer Zukunft voller Magie und Wunder. Gehen wir. Und wo, warte mal, gibt's hier irgendwas Neues? Da, Relikt, tatsächlich. Man nennt ihn den Selki-Schleier. Und er soll die Macht haben, seinen Träger in jede Gestalt zu verwandeln, die er wünscht. Finna sagt, er gehört den Feien, wurde aber gestohlen. Und wo ist der Schatz? Er liegt in den Höhlen des Wasserhallengrundes, einer Zuflucht. Man sieht sich. So. Ach, dem müssen wir jetzt tatsächlich folgen, oder was? Ich will ihn jetzt aber eigentlich nicht folgen. Ich will mein Inventar erstmal lernen, ne? Also. Na, vielleicht können wir den so lange folgen, bis wir die Höhle finden. Dann haben wir einen Schnellreisepunkt. Machen wir das so. Da muss ich die Quest aber noch aktivieren, weil mir geht das dann auf den Sack. Da. Da müssen wir erstmal hier alles stehen und liegen lassen. Oh, Wichte. Oh, im nächsten Kampf können wir unser Schicksal benutzen. Da habe ich Bock drauf. Hat der überhaupt Schaden gemacht? Bin mir da gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Das kann ich ja zum Glück noch mitnehmen. So, let's go. Wie war das nochmal? Nee. So, welche Taste? Bam! Das System finde ich halt echt noch ganz cool. Oh, hier ist schon die Höhle, oder was? Ja, hier scheint die Höhle zu sein. Okay, kann ich da jetzt schnell reisen, oder was? Kann ich tatsächlich. Deswegen gehe ich jetzt zurück. Ich lasse ihn einfach erstmal in der Höhle ein bisschen rumgammeln. Was soll's, was soll's. Ich muss verkaufen. Geht gar nicht anders. Dann gehe ich auch mal zu der Laden. Da ist man damals immer hingegangen, ey. Bevor man die nächste Stadt erreicht hat, ist man immer zu der Laden gegangen. Ach ja. So, hier ist er doch. Der Laden. Ich frage mich, ob man bei den ganzen Charakteren auch alles verkaufen kann oder immer nur so, was die, so wie bei Skyrim, was die halt, worauf die spezialisiert sind. Das weiß ich gar nicht mehr, aber ich glaube, dass... Ist irgendwie so. Wollt ihr euch vielleicht von etwas Gold trennen? Nee, ehrlich gesagt will ich ein bisschen Gold dazu haben. So, verkaufen. Erstmal den ganzen Plunder. Hm, ist doch ganz okay. Die Schmiede kann ich gar nicht verkaufen. Das. Doch, kann ich. Oh, ich kann das verkaufen, oder was? Mit dem Much. So, Stab der Fertigkeit. Ah, das ist halt der Blitzstab, ne? Zepter. Die will ich behalten noch. Kann das weg. Der eigene Stab. Ja, den will ich eigentlich schon behalten, ne? So, das macht Eis. Das hier macht auch Eis. Ja, die hier geben nichts. Schade.
So, Belens Stulpen kann ich eigentlich rausschmeißen, ne? Aber das Ding ist, es ist halt ein Set wieder. Und bald kriegen wir auch noch eine Truhe. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das so mache. Die würde ich auch behalten. Das kann ich nicht verkaufen. So, die ganzen Sachen hier. Scherben. Habe ich Rickers Tagebuch? Doch, das hatte ich gelesen, ne? Ich glaube ja. Macht das überhaupt Gewicht weg? Das macht sogar tatsächlich Gewicht weg, ey. Heftig. Also will ich eigentlich auch noch alles behalten, wegen Haus und so. Ah, schwierig. Schwierig, schwierig. Eisenklingen brauche ich eigentlich gar nicht, ne? Ich bin halt Magier, da brauche ich das, glaube ich, gar nicht. Das, den ganzen Much hier, krudes Heft, brauche ich, glaube ich, auch nicht. Wofür ist denn das? Steht das da? Ah, neue Waffen und Rüstungen. Ach so, ja, das steht da ja immer. Schade, dass er nicht steht, für welche Waffenart das ist, ne? Egal, 48. Ja, kann man mit leben. Kommt bald mal wieder. Was macht denn eigentlich dieses Schattenprisma nochmal? Ist das ein Konsumgut? Ja. Löst beim Gebrauch eine Zeitgeschwindigkeit, welche die Aufmerksamkeit von Feinden näher auf sich ziehen. Ach ja, stimmt. Brauche ich eigentlich auch nicht, ne? Ist eigentlich auch Wollt ihr euch vielleicht schwachsinnig. von etwas Gold trennen? Also das brauche ich eigentlich wirklich gar nicht. Die kann ich eigentlich auch wegmachen. Gibt nur Inventar weg. Also eigentlich gar nicht so schlecht. So, was wollte ich jetzt nochmal verkaufen? Das Skarabäensalz brauche ich jetzt auch erstmal nicht. Ach, guck mal, das. Ach, das macht nichts weg, okay. So, gut. Kommt bald mal wieder. Okay, Leute. Ich würde sagen, morgen geht's weiter mit Kingdoms of Amalur. Haut rein und tschüss.